Guck mal, hier noch ein paar Spielsachen. Gruseltier, ne, Gruseltier wollen wir nicht. Kuschelbär. So, ab rein damit ins Bett. Spiel, Spaß, Fantasiespiel. Hierhin. Dann nehmen wir das hier noch. Ja, komm, gibt's einen Platz da. Chateau-Spielzeug, das klingt doch auch mal interessant. So. Dann hat das Kind eindeutig genug zu spielen. Ach genau, Deko für die Kinder. So ein, wie heißen nochmal die Spiel... was so über dem Bett immer hängt. Ich habe keine Ahnung, wie die gerade heißen. Keine Ahnung, wie der gerade immer heißt. Da gibt es hier anscheinend auch nicht. Schade. Schade, schade, schade. So. Jetzt brauchen wir noch ein schönes Bettchen für die Eltern zum Schlafen. Kaufen wir mit dem mal ein schönes Ehebett. Wenn wir das erstmal vorübergehenderweise. Machen wir das mal hier hin. Lampen. Lampen, Lampen, Lampen. Ja, das sieht doch mal geil aus. Nehmen wir mal eine hier hin. Dann, was ist das hier für eine? Hier so, zack. Reicht doch schon. Aber das Haus ein bisschen vergrößert. Die zwei Betten oben verkaufen wir gleich. Sobald die beiden wach sind. Was hat der denn? Willst du auf meinen Schaukelstuhl? Muss ich dich leider enttäuschen. Kann ich eigentlich auch schaukeln hier drinne? Jo. Das ist verdammt lustig. Was denn? Da ist doch so, wo eigentlich normalerweise die Mumien drin sind. Das ist ein Stein, was man öffnen kann. Seit du sie durchsuchen. Und dann hat diese Steintür sie wieder eingefangen und dann hat sie sich irgendwie raus und dann war richtig schwindelig. Okay. So, mein Sim fährt jetzt Richtung Wellness Center. Gib mal Gas. Ein Objekt kaufen, Whirlpool. Habe ich kein Geld für mehr. Ich habe jetzt mal eben schnell 4000 für die Renovierung hier rausgeschmissen. Damit es kindergerecht ist. Ja, aber ganz schön teuer, das sag ich dir. Du Fauler, sag, du kannst auch mal langsam aufstehen. Ah, tut er. Und fertiger Raum. Ja, weil der Mann da hinten durchgucken kann. Zicke, Alter. Das passt nicht. Wo haben wir denn das Richtige? Das ist Holz. Aber was für ein Holz ist das? Hier ist so viel Holz. Nein. Helleres Holz. Auch nicht. Auch nicht. Nein, auch nicht. Hä? Welches Holz könnte das hier sein? Ich nehme das einfachste Holz hier. Kostet mich nichts. So. Schlecht geschlafen. Ach so. Der sollte mal jemand essen.
entleeren und dann geht er auch wieder direkt arbeiten. Weil wir müssen jetzt nämlich ganz dringend Geld verdienen. Ganz, ganz dringend. Ja, die Paris-Reise kann er jetzt knicken, der verreckt vorher. Weil der wird uns garantiert im... Die trainiert hier gerade im Erholungscenter. Scheiße. Gut, dann gehst du dahin mal. Total wird ein Training im Fitnesscenter ist doch gleich viel effektiver wegen Fitnessstudio. Unser Friedrich, der ist noch zu Hause. Springen wir mal eben schnell hin. Hui. Ach komm, du bist doch so ein Idiot, hast schon wieder hier kaputt gemacht, ne? Amateur-Olympiade. Das Stadtkomitee hat alle Sims aufgefordert, an der Amateur-Olympiade teilzunehmen. Neben der sportlichen Betätigung winkt dir ein staatlicher Geldpreis. Nimm an der Amateur-Olympiade im Stadion teil, um Geld zu gewinnen, Energie aufzuladen und Olympionike zu gewinnen. Okay. Nimm mal an. So, geh's mal hin. Bevor du dann gleich da hingehst, machst du halt erstmal ganz. Und dann darfst du hier zum Stadtpark. So. Gucken wir mal. Können wir da zugucken eigentlich? Ich hoffe es. Gucken wir mal. Huch! Aber wir können hier leider nicht zugucken dabei. Schade eigentlich. Mann, ich hätte zu gern dabei zugeguckt. Ja. Schade, schade, schade. Glückwunsch. Friedrich hat für die Fähigkeit Geschicklichkeit soeben Level 4 erreicht. Der hat Rückenschmerzen. Schlecht geschlafen. Schüchtern und schmerzhaft. Was macht der immer noch vor unserer Haustür? Ich habe hier einen Stalker, ne? So. Gehst du jetzt mal bitte hier hin? Huch, Spiel hängt schon wieder. Genau. So, Zauberkünstler für Trinkgeld auftreten. Ja, Mann, Werwolf. Alter, ist die behaart. Ich bin mal gespannt, wie unser Charakter abschneidet, die Jasmin. Ich bin mal gespannt. What the? Hey, ich kann Blumen zaubern. Und dann auch weg sind sie. Aber Kadabra simsalabim. Er hat sogar gepasst, zeitlich. Ey. Egal. Opa Gangnam Style! Jawoll! Ich habe auch einen Zauberstab! Aber mein Zauberstab kann keine Rosen herbeizaubern, er kann aber ganz anderes herbeizaubern. Aber Ende, du hast wirklich alles gegeben, aber am Ende hat es leider nicht gereicht. Doch selbst ohne Sieg fühlt sich der Sim sich richtig gut und energiegeladen.
Energie geladen. Wenn Sims lange genug Sport treiben, stecken sie voller Energie. Trainingseinheiten sind sogar noch wirkungsvoller, wenn Sims Energie geladen sind. Gut. Sie fährt nach Hause. Hat auch schon einen dickeren Bauch kassiert. Und läuft auch schon so ziemlich komisch. Rücken nach hinten. Mal was essen. Komm, wir lassen uns mal versuchen zu kochen. Ich weiß, dass es zwar nicht gut geht. Du bist eingeladen. Komm zu meiner Party, Jasmin. Das wird absolut fantastisch. Gezeichnet Brandon Woods. Samstag um 17.42 Uhr. Hören wir mal an. Schmutzig. Gehst ja jetzt duschen. Und nach der Dusche kannst du mal pinkeln gehen. Du sollst doch gerade was essen. Warum hast du nichts gegessen, Pflaume? Objekt kaufen, Wasserrutsche. Na. Kann ich Geld scheißen? Wusste ich auch noch nicht. Der mein Gott, Frosch im Hals. Was haben wir denn hier? Unter Freunden. Plus 23. Und Karten, jawohl. Du Idiot. Wird schon senil. Der weiß schon nicht mehr, wie die Zaubertricks funktionieren. Ah, die Jasmin ist auch wieder schön sauber. Ach, jetzt ist der Stalker weg. Ich bin mal gespannt, wann dein Kind endlich auf die Welt kommt. Ich bin gespannt, wie Flitzekacke. So, lass mal den jetzt mal dahin gehen. Ja, gut, kann er noch ein bisschen arbeiten, wenn er das Rad schon macht, freiwillig. Passt schon. Oh! Der Kochen hat geklappt, ey. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Helle, helle, helle. Kann die Nadine eigentlich auch hier mit den Sachen spielen? Öffnen! Kann sie sogar. Nimmst du noch auf? Hä? Nimmst du noch auf? Ja, ja, klar, was denkst du denn? Aber mit einer anderen Charakterfigur? Nein, Glückwunsch! Friedrich wurde von Stadtrat der Stadt Salakschoss in Anerkennung seiner ausgezeichneten Arbeit der Titel Geheimnisvoller Sim verliehen. Es ist geheimnisvoll, wir müssen leise reden. Ganz, ganz leise. Er ist geheimnisvoll. Immer nein. Dran denken. Naja. Was naja? den Sim sieht man hier kaum. Oder zumindest den würde man in der Dunkelheit gar nicht sehen. Jetzt nichts gegen Afroamerikaner, ne? Oh! Ich habe gerade dabei zugesehen, wie ein Sim vom Werwolf zum normalen Menschen wurde. Oh ja, da ist ein alter Knacker. Der hängt schon so vor
ziemlich vorn gebeugt am Steuer. Um Gottes Willen. Das sieht aus. Schön nach vorne gebeugt. Ich sehe die Straße nicht mehr. Ich muss nach vorne gucken. Wo ist die denn? So, die Party beginnt gleich. Sehr schön. Und komm her. Küss den alten Sack. Der alte Sack kann gut küssen, ne? Ja, der alte Sack kann gut küssen. Oh, Gottes Willen.